So, Hallöchen meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul von mir. Ja, ich wollte wieder einkaufen bei Netto, habe einiges mitgenommen. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen und hören. Ich bin ein bisschen weiter weg, weil irgendwie ist sonst mein Kopf nicht drauf. Ja, ich muss sagen, ich habe heute nicht so viel ausgegeben. Ich habe auch nicht so viel gekauft. Ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich war bei Netto einkaufen und dann sage ich euch, was es zum Mittagessen gibt und wie viel ich bezahlt habe. Genau. Und zwar los geht's hier mit Banane. 3 Stück für nicht diese Woche, sondern nächste Woche zum Frühstück für mein Porridge. Weil ich habe hier noch die Bananen von letzter Woche. Die sind jetzt so langsam braun und das heißt, ich kann diese Woche aus diesen Bananen hier Porridge machen. Genau. Und die sind dann für nächste Woche. Genau, dazu brauche ich dann noch Joghurt mit 1,5% Fett. Ich wollte zwar mit 0,5% Fett, war aber nicht da, nur das, deswegen das hier. Genau, dann habe ich gekauft Hähnchenbrustfilet Teilstücke, aber in Kräuter. Ich wollte die normalen, gab es aber nicht, war ausverkauft. Die hatten nur die hier. Die sind mariniert. Ja, ist jetzt doof. Also das ist TK, ne, aus dem Tiefkühlfach. Das war jetzt doof, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Ich hoffe, das kann ich jetzt auch nehmen für das, was ich vorhabe zu kochen. Genau, dann geht's weiter. Ach genau, das sage ich euch dann gleich. Dann haben wir hier Kroketten, genau, Kartoffelkroketten. Aber die von Aldi finde ich besser, weil die sind so rund und kleiner und die finde ich irgendwie besser als die großen. So, dann haben wir hier einmal Röstzwiebeln. Die muss ich ehrlich sagen, die habe ich gesucht bei Netto, also Röstzwiebeln. Dann geht es weiter mit Anti-Kalk-Tabs für die Waschmaschine, genau. Und was haben wir hier noch? Genau, zweimal Milch, 0,3% Fett für mein Eiskaffee, genau. Dann geht's weiter. Hier habe ich einmal Pfirsiche, genau, einmal Pfirsiche. Und hier habe ich 2 Tomaten. Und dann habe ich noch gekauft Zahnpasta. Dort stand, dass die im Angebot ist für 1 Euro. War aber nicht. Ich habe 1,25 Euro bezahlt, aber ist jetzt auch egal. Auch nicht so schlimm. Dann haben wir hier Gouda gerieben. Zum ersten. 2-mal Trockenbackhefe. Gibt es übrigens wieder. Trockenhefe. Gab es ja sehr, sehr lange Zeit nicht mehr. Aber gibt es wieder. Habe ich direkt 2 Pakete mitgenommen. Und dann habe ich hier einmal Schmand. Hatte ich ja vergessen beim letzten Mal. Das ist für so einen Dip oder beziehungsweise Brotaufstrich. Und einmal hier Schlagsahne. Genau. Und genau. Und das letzte Produkt ist würzige Remoulade. So, das war's. Leute, ich habe diesmal nicht so viel eingekauft. Ich habe für 2 Mittagessen eingekauft. Nicht für 3. Ich habe immer für 2 eingekauft, weil heute esse ich noch Quinoa-Salat. Ich habe gestern Quinoa-Salat gemacht, für heute habe ich noch Quinoa-Salat. Einmal die Woche gehe ich noch essen. So, das heißt, ich kann für 5 Tage, habe ich mir jetzt Sachen gekauft, also 2 Gerichte, das müsste ausreichen. Ich hoffe, das reicht aus. Genau, und diese Woche habe ich gedacht, koche ich nicht gesund. Also beziehungsweise, ja, ich koche nicht gesund. Weil gestern hatte ich spätabends so Hunger. Ich habe dann mir eine Einkaufsliste geschrieben und heute hatte ich keine Lust, eine neue zu schreiben. Und das war halt nicht gesund. Heute hatte ich wieder Lust auf was Gesundes. Ja, so ist das manchmal, genau. Und ich habe diese Woche genau Brot gegessen, aber mit so einem Dip. Da war auch Frischkäse drin. Ich kriege schon wieder langsam Magenschmerzen. Heute habe ich auch Brot gegessen. Also ich muss wieder von diesem Brot wegkommen. Es war keine gute Idee. Ich dachte mal zur Abwechslung mal Brot, aber nope, kein Brot für mich mehr. Tut mir nicht gut. Ja, was soll ich noch sagen? Was wir kochen werden und wie viel ich bezahlt habe. Genau, also kochen werden wir. Also genau, einmal Quinoa-Salat habe ich noch. Einmal gehe ich was essen. Und dann wollte ich, einmal hatte ich voll Bock auf Thunfisch-Baguette. Ich mache mir Thunfisch-Baguette. Das Baguette werde ich selber backen. Und zwar ist das Sallys magische Baguette. Da werde ich dann ein paar Röstzwiebeln dazu tun, weil das mega schmeckt. Dann mit Thunfisch. Thunfisch habe ich noch, deswegen habe ich es nicht gekauft. Da kommt noch Salat rein. Aber ich kaufe jetzt nicht so einen großen Salatkopf, wo ich nur 2 Blätter brauche, weil ich dann keine Verwendung mehr für Salat hätte. Deswegen ohne Salat. Das ist dann einfach so ein Thunfisch-Dip, kann man sagen. Einfach nur Baguette mit Thunfisch-Dip. Ich weiß, auch nicht gesund, wieder Weißbrot.
Ja, ich weiß. So, und das zweite ist, da mache ich Sommerauflauf. Dafür brauche ich Hähnchenbrust, die Pfirsiche, die Sahne, Zwiebeln habe ich noch und die Kroketten. Und den Käse brauche ich, genau. Genau, und die Milch ist für meinen Eiskaffee. Und das war's. Das ist mein Wocheneinkauf für diese Woche. Oh Mann, echt wenig, ne? Finde ich auch, aber das reicht, das reicht. Ich werde jetzt hier, ich habe jetzt so gedacht, ich werde die Quittungen sammeln für diesen Monat und werde gucken, wie viel ich am Ende des Monats ausgegeben habe, damit ich so weiß, wie viel ich im Monat ausgebe. Ja, genau, bezahlt habe ich 17,77 €. Genau. Also wenn man plant und organisiert und günstig einkauft, dann ja, kann man günstig einkaufen, wie gesagt. Und geht auch nicht mit Hunger einkaufen. Dann kauft ihr viel zu viel und Sachen, die ihr nicht braucht, hatte ich auch schon. Also genau, und falls es euch aufgefallen ist, ich habe kein Energy gekauft. Weil ich gedacht habe, mir tut der Energy nicht so gut. Ich möchte davon wegkommen. Deswegen gibt es diese Woche Zitronen-Ingwer-Tee. Zitronen-Ingwer habe ich noch und kein Energy. Genau. Damit ich von diesem ungesunden Zeug auch wegkomme. Und ab nächste Woche wird es wieder gesünder bei mir. So, genau. Das war's. Ich hoffe, euch hat mein Food-Haul gefallen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie viel Geld ihr für eine Woche ausgibt. Und wie viele Personen ihr seid. Das würde mich mal interessieren. Und wo ihr einkaufen geht. Genau, wo geht ihr denn einkaufen? Das würde mich auch interessieren. Genau, ansonsten freue ich mich auch über einen Daumen nach oben. Genau, und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüssi!